Guten Tag zusammen, mein Name ist Gordon Pakalla, ich bin Rechtsanwalt aus Köln. Es ist momentan so, dass die Bundesregierung den Entwurf des zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vorbereitet. Und was da drin steht, das wollte ich euch jetzt hier erklären. Es soll nämlich eine Impfpflicht eingeführt werden für alle. Merkel, Spahn und Drosten werden ja nicht müde zu wiederholen, dass wir unsere alte Normalität erst dann zurückbekommen, wenn der Impfstoff da ist. Das wird immer wieder gesagt, immer wieder gesagt. Und wisst ihr, an was mich das erinnert? Eine Diktatur, und zwar die DDR. Dort gab es nämlich einen Impfzwang. So schreibt der MDR am 2.5. Volksgesundheit und die Überlegenheit des sozialistischen Systems. Darum ging es der DDR beim Impfen. Ein Anspruch, der in der Lösung gipfelte: Der Sozialismus ist die beste Prophylaxe. Wir wissen ja alle, wo Frau Merkel herkommt. Seit den 50er Jahren setzte die DDR eine gesetzliche Impfpflicht durch, die immer wieder umfassender wurde. Gegen Pocken, Kinderlähmung, Diphtherie, Keuchhusten, Tuberkulose und so weiter. Und ab den 70er Jahren auch gegen die Masern empfohlen wurden und so weiter und so fort. Bis zum 18. Lebensjahr bekamen Heranwachsende in der DDR insgesamt 20 Schutzimpfungen staatlich verordnet. Ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Und genau das wird mit dem neuen Gesetzesentwurf hier gemacht. Das wird vorbereitet. Wir bekommen unsere alte Normalität nur zurück, wenn wir uns zwangsimpfen lassen. Das ist einfach der Fall. Mit dem Entwurf des zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung, ja, nationale Notlage bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, besteht die überhaupt noch, frage ich mich, sollen die Regeln und Maßnahmen weiterentwickelt werden? Ja, weiterentwickelt, ja. Infektionsschutzgesetz wird weiterentwickelt und präzisiert, heißt es hier. Präzisiert, das ist ja interessant. Was wird denn da genau präzisiert? Alternativen gibt es übrigens keine, steht im Gesetzentwurf. So, interessant, die Änderung des Paragraph 28 Infektionsschutzgesetzes. Dort soll es heißen, bei der Anordnung und Durchführung von Schutzmaßnahmen und so weiter und so fort, hat die betroffene Person durch einen Impf- oder Immunisierung Immunitätsdokumentation nach 22 nachzuweisen, dass sie bestehende Übertragbarkeit nicht oder nicht mehr übertragen kann. So, das heißt, Schutzmaßnahmen können hier ergriffen werden. Impfen ist damit gemeint. So, und bestehenden Impfschutz nach der medizinisch-wissenschaftlich gegebenen Impfschutz und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du immun bist, wirst du zwangsgeimpft. Genau das heißt es hier. So wird auch in Paragraph 5 jetzt geändert. Das sind die Ermächtigungen des Gesundheitsministers Spahn. Da steht es auch ausdrücklich drin: Durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrats Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung mit Arzneimitteln, einschließlich Impfstoffen und Betäubungsmittel, zu treffen sind, insbesondere und so weiter und so fort. So, was haben wir sonst noch? Der Absatz 4 von Paragraph 5 wird verändert, und der Absatz 4 war bisher durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrats Sicherstellung, Versorgung mit Arzneimitteln, einschließlich Betäubungsmittel und so weiter. Und da steht jetzt ausdrücklich das Wort Impfstoffe drin. Steht ausdrücklich drin. Dann haben wir in Paragraph 22 Infektionsschutzgesetzes neu die Dokumentation. Ja, es soll halt dokumentiert werden: Name der Krankheit, Datum der Feststellung der Immunität, Grundlage, Feststellung, Immunität, gegebenenfalls mit Angaben zur Testmethode, Name, Anschrift der Person, die die Immunität festgestellt hat und so weiter. Also, es wird hier nichts anderes getan, als die Impfpflicht eingeführt. Das ist ganz klar, das soll kommen. Das sagt Herr Spahn, Merkel und draußen auch die ganze Zeit. Gleichzeitig sehe ich, im Fernsehen wird darüber nicht groß berichtet, was hier passiert, dass die Impfpflicht eingeführt werden soll.
Aber es wird schön darüber berichtet, was die Kanzlerin parallel macht. Denn sie will jetzt ja Milliarden einsammeln, ja. 7,5 Milliarden will sie einsammeln für Entwicklung, 7,5 Einsammlung von 7,5 Milliarden Impfstoffe wird jetzt gestartet. So, wer sind dabei? Unterzeichner sind unter anderem Macron, italienische Regierungschef Conte, norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg, EU-Ratschef und Uschi von der Leyen natürlich, ja. Ziel ist es, die Kräfteentwicklung von Impfstoffen zu bündeln, weltweit. Und dafür sollen jetzt 7,5 Milliarden eingesammelt werden. Ja, wir sind aber schon dabei bei der Entwicklung von Impfstoffen. So gibt es eine Firma in Großbritannien, die angeblich einen Impfstoff entwickelt hat. Die Testung dieses Impfstoffes ist aber noch nicht durch. Da ist man noch unsicher, was der Impfstoff überhaupt kann. Aber scheißegal, der Hersteller will auf die Ergebnisse hier gar nicht warten, sondern sagt schon, dass er auf eigenes Risiko jetzt hier schon Impfstoff herstellen will. Und zwar, das Unternehmen startet die Produktion auf eigenes Risiko im September und Oktober. 20 bis 40 Millionen Dosen wollen sie zur Verfügung stellen. Ab September soll dann der Impfstoff da sein. Keiner weiß, ob er wirkt, aber er wird schon mal hergestellt. So. Das gleiche haben wir mit dieser deutschen Tübinger Firma hier, das an Corona-Impfstoffen arbeitet. Auch die befinden sich, die Firma CureVac-Chef Hans-Werner Haas, die befinden sich ebenfalls noch in der Testphase. Aber kein Problem, Jahreskapazität von bis zu 400 Millionen Menschen. Das Unternehmen betreibt zwei Anlagen. Eine dritte wurde im Dezember zugelassen. Im Dezember, interessant. Damit ließen sich die Dosen bis auf 400 Millionen Menschen im Jahr produzieren. Eine vierte Anlage, die gerade eingerichtet wird, konnte die Kapazität in 2 Jahren auf mehr als 1 Milliarde erhöhen. Also, Impfpflicht wird eingeführt. Impfstoffe werden bereits hergestellt. Ob diese Impfstoffe wirken, weiß kein Mensch. Was aber jeder mittlerweile weiß, ist, dass Corona so gefährlich ist wie eine normale Grippewelle. Man will natürlich rauskommen hier aus der Nummer, unter dem Motto, wenn wir alle durchgeimpft haben, dann seid ihr wieder frei. Genau das findet hier statt. Wie in der DDR, Zwangsimpfungen, und das ist unser System, und das will CDU, CSU und SPD beschließen. Sie brauchen aber eine Zweidrittelmehrheit dafür im Bundesrat. Und ich rufe alle Parlamentarier auf, dazu aufzuhören mit diesem Unsinn. Aufzuhören, Eingriffe hier in unsere körperliche Unversehrtheit zu machen und diese Sache abzulehnen. Wir hatten gerade die Einführung Masernimpfpflicht. Auch da wird immer argumentiert, ja, die gibt es ja auch schon, ist aber auch noch vor dem Verfassungsgericht, ob das überhaupt zulässig ist. Also man will hier mit allen Mitteln das durchdrücken, um aus dieser Misere rauszukommen, sich als der große Retter zu feiern. Eine Krankheit, die nicht schlimmer ist als eine Grippewelle, die wir jedes Jahr haben. Da geht der Weg hin.